Und damit willkommen zurück zu Empire Earth. Doch bevor wir bei Pelops und Söhne GmbH und Co. KG weitermachen, habe ich mich dann doch entschlossen, hier ein kleines Special reinzuwerfen. Das sind jetzt optionale Parts, denn wir wollen das Tutorial spielen. Ich habe jetzt mal so am Rande erfahren, beziehungsweise es ist mir jetzt dann auch wieder eingefallen, es gibt ja ein Tutorial in dem Spiel. Ich habe das spontan echt verwechselt. Weil es gibt ja die griechische Kampagne und ich kann mich an einige Tutorial-Missionen erinnern, die auch mit Alexander den Großen zu tun hatten und viele andere Sachen, und ich hatte jetzt spontan echt noch in Erinnerung, dass das in der griechischen Kampagne drin war, aber es waren ja tatsächlich Übungsszenen. Warum ist denn mein Spielername jetzt schon wieder weg? Was soll denn das? Okay, dann machen wir wieder neu. Und wenn... Aber gut, dann gucken wir uns mal die Übungsszenarien an. Wie gesagt, das sind jetzt mal Folgen, die werde ich am Wochenende zusätzlich reinwerfen. Nächste Woche geht's ganz normal weiter mit dem Let's Play. Das sind jetzt ein paar Zusatzfolgen. Ja, und da sehen wir schon, was uns erwartet. Die Grundlagen, Fortschritt und Verbesserung, Nahrungsmittel, Sammlung und Wirtschaft, Aufbau, Kampf und Verteidigung, Priester und Propheten, spezialisierte Gebäude und Helden und Kampffähigkeiten. Ich hoffe, wir kriegen das in einer Aufnahme durch, aber ich denke mal schon. Ich meine, das ist ein Tutorial. Tutorials dauern selten länger als 1 bis 2 Stunden. Na gut, dann gucken wir mal, was uns erwartet. Die Phönizier. Die kennen wir doch. Die alten Obis. Gegen Ende des 3. Jahrtausends vor Christus zogen Kanaaniter aus der Gegend um Galiläa auf der Suche nach Land zum Mittelmeer. Dort gründeten sie eine Siedlung, aus der die große phönizische Handelsstadt Tyros werden sollte. In diesem Szenario spielen Sie die Phönizier, die eine neue Zivilisation gründen. Wenn das Spiel beginnt, steuern Sie 3 Bürger, die ersten Bürger der phönizischen Zivilisation. Sie müssen diese ersten Phönizier nach Westen führen, ans Meer und die Kunst des Überlebens lernen. Beherrscht werden müssen die grundlegende Bewegung, der Bau eines Kapitols und das Sammeln natürlicher Ressourcen, die ihre Zivilisation zum Wachstum braucht. Das Schicksal der Phönizier liegt in ihren Händen. In meinen. Wie gut ich durch die Gegend klicken kann. Ist das nicht Wahnsinn? Aber gut, gehen Sie mit Ihren Bürgern nach Westen und bauen Sie auf dem Flaggenhügel ein Kapitol. Sammeln Sie genug Nahrung, damit 3 weitere Bürger entstehen. Ja, das ist so ein typisches Age of Empires Tutorial. Aber hey, falls Sie nicht mehr weiter wissen oder eine Anweisung gesehen haben, klicken Sie einfach rechts oben im Bildschirm auf frühere Nachrichten. Das ist der Button. Ah! Dieser Brief, der hin und wieder erscheint, stimmt, den gibt's ja auch. Na gut, dann starten wir mal. Starten, starten, starten. Oh yeah, what? Wir sind sogar mitten. Willkommen in der Antike. Sie werden gleich die Zivilisation von Phönizien begründen. Boah. Wie stets im Laufe der Geschichte bauen auch hier die Bürger diese Zivilisation auf. Bürger errichten Gebäude und sammeln natürliche Ressourcen, die für Wachstum und Überleben der Zivilisation erforderlich sind. Mit der Zeit lehren sie sie zu jagen, zu sammeln und die Nahrung zu ernten, die ihre neue Nation braucht. Die Geschichte ihrer Zivilisation beginnt an der Küste von Galiläa. 3 Bürger stehen unter den einheimischen Kanaanitern und warten auf Anweisungen. Wählen Sie alle 3 an, indem Sie auf den Boden vor Ihnen links klicken, die Maustaste gedrückt halten. Okay, das ist so ein typisches, einen Rahmen um Sie herum aufziehen. Typisch Stepperlist-Tutorial. Los. Das nennt man Rahmenanwahl. Okay, sagen wir es mal so, im Jahr 2001 war das noch nicht mega selbstverständlich, aber heutzutage ist es halt so, wie gesagt, so ein Stepperlist-Tutorial. Wie bewege ich die Maus? Wie bewege ich die Kamera? Aber gut, machen wir es mal. Wir sind ja ein richtiger Burger King. Ja, kommt. Sehr gut. Bewegen Sie Ihre Bürger oder andere Einheiten, indem Sie auf die Stelle der Karte rechts klicken. Also ich glaube, die grundlegenden Prinzipien hätten wir nicht unbedingt so mega gebraucht. Von Ihren Bürgern liegt ein Hügel mit einer Flagge. Dort werden die Bürger mit dem Aufbau der Zivilisation beginnen. Oh yeah, bei der lila Flagge. Zeigen Sie mit der Maus auf den linken Bildschirmrand, um den Hügel zu finden. Ja, es geht auch mit den Pfeiltasten. Scrollt in diese Richtung. Scrollen Sie die Karte bis zum Hügel. Auch über die Minikarte rechts können Sie den Hügel ansteuern. Also ich finde es ja echt gut gemeint, dass das so ausführlich erklärt wird. Die Minikarte ist ein Abbild der gesamten Karte. Na gut, sagen wir es mal so. Sie ist schwarz, weil Sie noch nicht viel erforscht haben. Den Hügel aber erkennt man als grünen Fleck nahe beim Zentrum der Minikarte. Wenn Sie ihn entdeckt haben, lassen Sie Ihre Bürger dorthin gehen. Achten Sie darauf, dass Ihre Bürger noch angewählt sind.
und rechts klicken Sie in der Nähe der Flagge auf den Hügel. Die Musik, der geil. Rund um den Weg Ihrer Bürger zum Hügel werden nach und nach aufgedeckt. Sie können das Vorrücken auf der Karte und der Minikarte beobachten. Beachten Gottes Sie, Willen, dass man Sie die Häuser echt im Kanaanitadorf noch sehen machen. Können, die Menschen aber nicht. Hallo, wir sind Sie da. Sie werden vom Nebel des Krieges verdeckt. Das heißt, Sie können nicht sehen, was kein Mitglied Ihrer Zivilisation sehen kann. Sollen wir schon mal anfangen? Gut. Sie haben den Hügel erreicht. Okay, machen wir's. Hier werden Sie ein Kapitol für Ihre neue Stadt bauen. Ach, ich mach gleich auf alle drei. Geht schneller. Wählen Sie per Linksklick einen Ihrer Bürger an. Klicken Sie auf den Button Kapitol unten im Fenster. Was? Kapitol unten im Fenster? Ich sehe nichts. Ein Phantom-Kapitol erscheint. Was? Phantome? Und hilft Ihnen, einen Standort festzulegen. Hilfe, ich habe Angst. Sie können das Kapitol dort bauen, wo der Umriss grün erscheint. Ist er rot, kann das Kapitol an der Stelle nicht gebaut werden. Verschieben Sie das Phantomgebäude, bis es grün erscheint. Also, links klicken Sie an wie gesagt, einer grundlegende Stelle, Prinzipien. Um das Fundament für das Kapitol zu legen. Daraufhin geht Ihr Bürger zu dieser Stelle und beginnt mit dem Bau. Okay. Je mehr Arbeiter beteiligt sind, ja, desto schneller wird gebaut. Wählen Sie per Rahmen Kinder, rettet mich! Ich habe auch keine Priester an Bord. Kommt her! Klicken Sie dann auf die Baustelle. Über der Baustelle wird der Mauszeiger erzählt zum er, Hammer. Erzählt er immer noch, wie man das Kapitol dafür, baut? Dass Ihre Bürger dort tätig werden können. Leck mich am Arsch. Ihr Kapitol ist fertig. Beachten Sie, dass Ihre Bürger jetzt automatisch Holz sammeln. Das tun Sie, weil Bäume eine Ressource darstellen und diese Ressource dem Kapitol am nächsten war. Ach ja, das haben wir es abgehalten. Sie können entscheiden, wo Ressourcen gesammelt werden sollen. Wählen Sie dazu einen Bürger an und klicken Sie auf einen anderen Baum. Über der Ressource wird der Mauszeiger zum Eimer. Ich wusste doch gleich, dass alles Ihre zum Eimer Bürger geht. Ihre bringen gesammelte Ressourcen automatisch zum Kapitol. Dann kehren Sie zur Fundstelle zurück. Na gut, und dann sammeln macht weiter. Komm, macht einfach ein bisschen Holz. Sie können Ihren wir Bürgern sowieso jederzeit sammeln neue Anweisungen für geben. Dorfbewohner. Wählen Sie dazu einen Arbeiter ja. an. Hol ihn dir, hol den Adler. Das Kapitol. Sofort geht dieser Bürger zum Kapitol und liefert ab, was er getragen hat. Das Sammeln von Ressourcen ist wichtig für das Überleben ihrer Zivilisation. Das Tutorial ist wirklich so erstellt, dass selbst die 85-jährige Frieda, die noch niemals einen PC angefasst hat, weiß, wie man das Spiel spielt. An sich ist es ja nicht schlecht, aber... Ihre Zivilisation hatte einen guten Start, aber die Bevölkerung muss wachsen und braucht dazu Nahrung. Südlich des Kapitols finden ja, Sie ein Ressourcengebiet. Lauf, ein neuer Punkt auf der Minikarte zeigt, wo Sie die Nahrungsquelle suchen müssen. Schicken Sie Ihre Bürger dorthin, um Nahrung zu sammeln. Ja, Nahrung. Ach Gott, das kann ein bisschen dauern. Wir wollen ja drei weitere Dorfbewohner. Das heißt, wir brauchen 150 Nahrung. Das sind noch 110. Ja, das habe ich ganz ohne Taschenrechner herausgefunden. Wir können nichts. Ich weiß mittlerweile übrigens, wie von man Kapitol erstellt. Zum Kapitol ist es ein weiter Weg. Lassen Sie Ihre Bürger bei der Sammelstelle eine Siedlung wunderbar, bauen, perfekt. Damit mehr gesammelt wird. Dann macht man, ich mach sogar die Geschwindigkeit. Siedlungen sind einfache Abladeplätze für Ressourcen und werden wie ein Kapitol gebaut. Wählen Sie einen Bürger an, klicken Sie auf den Siedlung-Button und platzieren Sie das Gebäude. Eigentlich brauche ich beim Holz für die Siedlung aus Ihrem Ressourceninventar. Eigentlich brauche ich ja beim Tutorial gar nicht zu kommentieren. Da kann ich genauso gut einen Walkthrough machen. Der nimmt mir den ganzen Inhalt weg. Ich brauche gar nichts mehr zu reden. Ja, Wahnsinn, ey. Aber gut, das ist halt das erste Tutorial, das mit den absoluten Grundlagen. Aber hey, wenn, dann wollen wir alles machen. Das Sammeln von Nahrung schafft die Ernährungsgrundlage für Ihr Volk. Mach mal eine Minute Ruhe. Sechs Bürger können gleichzeitig an einer Stelle sammeln. Mit der Zeit lernen sie auch Jagd, Fischerei und Landwirtschaft kennen, um für mehr Nahrung zu sorgen. Ich mag Nahrung. Jetzt benötigt Ihre Zivilisation neue Bürger. Ich mag, ja. Der Bürger-Button im Kapitol wird aktiv, wenn Sie genug Nahrung haben. Bürger? Ich sehe keine Bürger. Ich sehe irgendwelche nackten Menschen. Sie per Klick auf den Bürger-Button einen neuen Bürger. Mit genug Nahrung können Sie Bürger durch mehrere Klicks am Fließband produzieren lassen. Wo bestellt man hier den Whopper? Mit Klick auf den Bürger-Button wird die Auftragskette wieder verkürzt. Na gut, dann machen wir einfach. Auch in Stadtzentren können Sie Bürger erschaffen. Ach, die Musik. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich schon dieses extra Video einfach mache, nur weil ich richtig Lust drauf habe. Ich habe mir jetzt vor kurzem extra nochmal den ganzen Soundtrack von Empire Earth hoch und runter gehört. Ein neuer Bürger am und Kapitol es ist so und geil, so ein Nostalgie-Flashback.
Damit neue Bürger automatisch so arbeiten, können Sie einen Sammelpunkt einrichten. Wählen Sie das Kapitol an und klicken Sie auf den runden Button Sammelpunkt setzen. Bestimmen Sie anschließend den Sammelpunkt mit einem Klick auf das Ressourcengebiet. Neue Bürger nehmen nun sofort ihre Arbeit an dieser Stelle auf. Das hätte ich Ihnen auch geraten. Damit Ihre Zivilisation wächst, müssen die Bürger beschäftigt bleiben. Ein Klick auf den Button Müßige Bürger unter der Minikarte zeigt Ihnen, welchen Bürgern Sie Arbeit verschaffen müssen. Bürger. Verbogene Einheiten ein- und ausblenden. Es zack, da haben alles prächtig zu laufen. Erschaffen Sie 6 Bürger, damit die phönizische Zivilisation gedeiht. Gedeiht und wächst mit klassischer Musik, Sonne und ganz viel Wasser. Aber gut, ja, wie gesagt, die Musik ist einfach Hammer. Jeder einzelne Track ist genial und das hat seinen ganz eigenen Flair verbreitet. Allein weil das Spiel so schwer ist und immer diese Musik im Hintergrund ist. Das ist Hammer. Ich liebe die Musik hier in dem gut Spiel. Gut gemacht. Das phönizische Volk wächst und gedeiht unter ihrer Herrschaft. Mit einer gesunden Basis sind die Phönizier bereit, ihren Einfluss über den Mittelmeerraum auszudehnen. Phönizier! Phönizier! Kommt so eine riesen Fangruppe vorbei. Wie beim Baseballspielen mit diesen riesigen Handschuhen da und so ganz vielen Fanplakaten und. Wir haben gesiegt! Boah, Hammer, wir sind so gut! Alles klar, dann würde ich sagen, zweites Tutorial, ahoi! Die Musik in Empire Earth schafft es ja tatsächlich, das Flair von jeder Epoche einzufangen. Also es ist nicht so wie zum Beispiel bei Age of Mythology oder Age of Empires 1 und 2, dass es wirklich ziemlich sich nach den Zeitaltern anhört. Age of Empires 1, da merkt man schon raus, dass es so ein bisschen antik gehalten ist. Age of Empires 2 merkt man so ein bisschen das Mittelalterliche, genau wie bei Stronghold, ist auch total mittelalterlich gehalten. Aber Empire Earth schafft tatsächlich das Kunststück, dass der Soundtrack zu jeder verdammten Epoche passt, weil das so eine imperiale Musik ist. Also das passt wirklich dazu, wenn man gerade so ein Imperium aufbaut oder so eine ganze Zivilisation erschafft. Und es ist egal, bei welcher Epoche man ist, es passt einfach verdammt geil. Also wie gesagt, Soundtrack von Empire Earth, göttlich, ich liebe ihn. Fortschritt und Verbesserung, das könnte uns vielleicht ein paar Sachen beibringen. Schauen wir mal rein. Na gut, das ist Entwicklung. Rede! Ihre Phönizier haben eine Insel westlich ihrer ersten Stadt erreicht. In ihrer neuen Stadt Tyros wollen sie ihre primitiven Anfänge hinter sich lassen. In diesem Szenario führen sie die Phönizier in eine neue Epoche, die Steinzeit. In der Steinzeit können sie neue Technologien erforschen. Sie kämpfen auch gegen wilde Tiere und erfahren alles über Zivilisationspunkte und den Zivilisationsbaukasten. Ah, okay, das mit den Zivilisationspunkten. Ja, wie gesagt, an sich weiß ich grundsätzlich, wie es funktioniert, aber ein paar Tipps könnten da nicht schaden. Ach, und die Musik. Nein, jetzt geht sie weg. Nein, jetzt kommt doch gerade der Höhepunkt. Ach, Mann, ihr seid doch alle doof. Gut, dann Tipps. Falls Sie nicht weiter wissen, klicken Sie auf die Schriftrolle. Empire Earth. Hallo. Eine neue phönizische Kolonie wurde gegründet. Vor der Küste, westlich der ersten Phöniziersiedlung Alt-Tyros, liegt die Insel Melkart. Auf dieser Insel haben mutige Phönizier eine neue Stadt gegründet: Neu-Tyros. Damit Neu-Tyros gedeiht, müssen sie ihr Volk in die Steinzeit führen. Der Fortschritt in eine neue Epoche verlangt nach zusätzlichen Ressourcen. Nahe des Stadtzentrums liegt ein Ressourcengebiet. Lassen Sie die Bürger dort Nahrung sammeln. Okay. Wie kreativ. Neu-Tyros. So, das heißt, wenn wir jetzt noch ein weiteres, also falls wir jetzt das Tyros auch hinter uns lassen und noch ein Tyros machen, wäre das dann Neu-Tyros? Oh mein Gott. Wir dürfen noch gar nicht weiter voranschreiten. Ach, sammeln wir erstmal ein bisschen Nahrung. Der Werteherr Erzähler wird uns doch bestimmt gleich sagen. Ihre Zivilisation wächst schneller, wenn sie im Stadtzentrum neue Bürger für die Arbeit erschaffen. Mehr Bürger! Jeder neue Bürger kostet ein wenig Nahrung, aber die Investition zahlt sich später aus. Oh yeah! Ja, das ist ja das Prinzip, das wir auch aus Age of Empires kennen.
Vergessen Sie nicht, dass neue Bürger mehr sammeln geschickt werden können, sobald Sie in einem Stadtzentrum oder Kapitol erscheinen. Klicken Sie einfach erst auf das Stadtzentrum und rechtsklicken Sie dann auf ein Ressourcengebiet, um dort einen Sammelpunkt für Neubürger einzurichten. Ja direkt, das ist ein nützlicher Tipp. Man kann direkt einen Sammelpunkt auf so eine Ressourcenquelle setzen und der Bürger geht automatisch zum Arbeiten dorthin. Oder auch nicht. Ja, man kann es natürlich auch lassen. Ich glaube, das kann böse spielen. Ach nee, 1, 2, 3, 4, 5, stimmt. Da war die Ressourcengebiete waren ja auf 6 Mann Maximum begrenzt. So war das hier ja. Mehr als 6 Leute können nicht an einem Gebiet arbeiten. Das fällt mir jetzt auch wieder ein. Stimmt ja. Das ist natürlich damit auch mal. Damit sie sich in der Steinzeit weiterentwickeln, brauchen sie mehr Nahrung. Da winkt mit dem Zaunpfahl. Östlich des Stadtzentrums liegen weitere Ressourcengebiete. Wählen Sie mehrere Bürger an und lassen Sie dort eine Siedlung bauen sowie Nahrung sammeln. Aber Vorsicht, man weiß nie, wo vielleicht gefährliche Tiere lauern. Das soll heißen, es sind garantiert gefährliche Tiere. Wenn man schon sagt, Vorsicht, die könnten vielleicht gefährliche Tiere lauern. Das ist genauso wie, wenn man dir im Shooter eine Waffe in die Hand drückt und sagt, Vorsicht, in diesem Level könnten eventuelle Gegner lauern. Man weiß es ja nicht, ne? Es ist ja Krieg und Soldaten sind überall. Keine so. Was zum Teufel, was macht ihr denn? Leute, was macht ihr? Gut, dann kommt ihr eben dahin, was soll's, aber warum habt ihr das jetzt eben gemacht? Oder habe ich die... Ach, das ist schon leer! Das gibt's ja nicht. Das ist ja ein Gammelgebiet gewesen. Dann noch mal zurück. Und ihr macht hier weiter. Denken Sie an den Bau von Siedlungen, wenn Ihre Bürger in großer Entfernung vom Stadtzentrum Ressourcen sammeln, damit schneller gesammelt wird. Mit den Häusern war auch was. Wurde mir gesagt, Häuser erhöhen nicht die Bevölkerungsgrenze, sondern haben wir einen anderen Sinn, im Sinne von Moral oder sonstigen Sachen, die jetzt aber nicht so mega wichtig sind. Das heißt, Häuser müssen wir gar nicht so dringend bauen in dem Spiel. Das ist mal gut, was zu wissen. Und wir können die Siedlungen auch weiterentwickeln. Ich hatte schon fast gedacht beim letzten Mal, aber ich war mir nicht sicher. Sie brauchen Holz für weitere Siedlungen. Ja gut, einen machen wir dann. Ein bisschen Holz macht. Aber ansonsten, ja, es ist halt... Und das hier ist diese Schriftrolle. Jetzt komm. Die uns nochmal die Sachen anzeigt. Aber da haben wir auch in der Kampagne schon mehrmals hingedrückt. Und ja, genau, man kann einfach Leute reinschicken. Sobald man 5 Leute reinschickt, wird die Siedlung zu irgendwas, ja, zu einem Dorfzentrum, glaube ich. Wenn man dann nochmal Leute reinschickt, dann wird es irgendwann zum Kapitol, was wir gesehen haben. Aber Stadtzentrum reicht nochmal aus, weil da kann man ja schon Bürger beraten. Ja, ja. Und ja, das... Ich hatte es schon irgendwie so leicht in Erinnerung, aber ich wollte es jetzt nicht sagen, ich hätte es probieren sollen eigentlich, aber ich weiß nicht, irgendwas hat mich davon abgehalten. Irgendwas war es. Der Tod kam vorbei und hat gesagt, ich werde dich holen. Dann war ich so abgelenkt, dass ich mir dachte, ah, Mist, was wollte ich jetzt nochmal klicken? Ach, egal.